Janina Krauser ist wegen Betrugs angeklagt. Sie behauptete, von Stefan Brommer schwanger zu sein und verlangte von ihm 7.500 Euro für die Abtreibung. Nun behauptet Stefan, dass Janina nie schwanger von ihm war. War Janina wirklich schwanger oder zockte sie Stefan Brommer kaltblütig ab? Bitte erheben Sie sich. Richter Alexander Holt. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Krauser, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Betrugs. Anklage wird vertreten durch den Staatsanwalt Kirki Darze. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Sie nehmen bitte in der Mitte Platz. Frau Krauser, zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Janina Krauser? Ja. Sie sind geboren am 11. April 1979 in Garmisch-Partenkirchen. Ja, richtig. Sie sind ledig, Sie leben jetzt in Erding. Mhm. Was machen Sie beruflich? Ich bin Hostess, arbeite vorwiegend auf Messen. Mhm. Was verdienen Sie da ungefähr im Monat netto? Ja, durchschnittlich 1.300. Mhm. Vorbestraft? Nein. Sind Sie nicht Bundesverteidiger? Ohne Eintrag, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, der Verteidiger, die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Obwohl die Angeklagte wusste, dass sie nicht schwanger war, erzählte sie am 19.11.2001 dem Zeugen Stefan Brommer in dessen Halbergmoser Wohnung, dass sie von ihm ein angebliches Kind erwarte und verlangte ihm 15.000 für die Abtreibung. Wie von ihr von vornherein beabsichtigt, erklärte sich Herr Brommer einverstanden und überwies ihr zu diesem Zweck am 21.11.2001 das gewünschte Geld, was die Angeklagte dann wie geplant anderweitig verwendete. Nachdem sie in der Folgezeit eine Liebesnacht mit Herrn Joey Michalke verbracht hatte, suchte sie diesen am 13.02.2002 in dessen Münchner Wohnung auf und erklärte auch ihm, bewusst wahrheitswidrig, dass sie nunmehr von ihm schwanger sei und 7.500 Euro für eine Abtreibung von ihm wolle. Herr Michalke zahlte jedoch nicht. Die Angeklagte wird somit eines vollendeten, in Tatmehrheit mit einem versuchten Betrug beschuldigt, strafbar gemäß den Paragraphen 263 Absatz 1 und Absatz 2, 22, 23, 53 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, möchte sich Ihre Mandantin äußern? Meine Mandantin macht Angaben, ja. Sie haben gehört, was der Herr Staatsanwalt Ihnen vorwirft. Und? Das ist kompletter Unsinn. Ja, ich hatte zwar diverse Schwangerschaftsabbrüche, aber betrogen habe ich meine Ex-Lover nie. Naja, also dann drängt sich ja die Frage auf, wie Herr Brommer dazu kommt, Sie anzuzeigen. Ja, sollten Sie besser ihn fragen. Er ist ja wohl hier. Ja, ich hatte was mit ihm. Ich habe ein paar Mal mit ihm geschlafen. Ich habe ihm erzählt, dass ich schwanger war. Und ja, so eine Abtreibung ist natürlich nicht billig. Also Sie wollten ein Kind nicht haben? Nein, also zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall. Sie hatten aber keine Maßnahmen ergriffen, um nicht schwanger zu werden? Naja, ich vertrag die Pille eben nicht und ja, die meisten Männer lehnen Kondome ab. Also Sie haben von Herrn Brommer verlangt, dass er die Kosten für die Abtreibung übernimmt? Ja, selbstverständlich. Mhm. Wann und wo haben Sie den Eingriff vornehmen lassen? Es war am 10. Oktober in London. Mhm. Da haben wir auch eine Rechnung, die haben Sie uns vorgelegt. Mhm. Eine Rechnung eines Westerman House in London. 474 Pfund haben Sie da bezahlt. Mhm. Und wie viel haben Sie von dem Herrn Brommer für diesen Eingriff in London verlangt? 15.000 Mark. Also etwa 7.500 Euro. Das ist doch eine stattliche Summe, oder? Wenn man bedenkt, dass die Abtreibungskosten tatsächlich nur umgerechnet 1.500 Mark oder in etwa 750 Euro gekostet hätten. Kleine Differenz. Und was haben Sie mit dem Rest gemacht? Spesen, nettes Hotel, teure Flüge, tolle Klamotten, ja? Ja, so war's. So war's? Ja. Wie weit waren Sie in der Schwangerschaft fortgeschritten, als Sie da abgetrieben haben? War so in der sechsten Woche, gleich als ich davon erfuhr. Das heißt, wann hatten Sie dann den sexuellen Kontakt mit dem Herrn Brommer? Das war am Wochenende vom 1.9.2001. Mhm. Ja, weiß ich noch ganz genau, wir haben uns kennengelernt im Erding, im West Coast. Haben uns gut verstanden. Ja, hat alles gepasst, dann ging es eben los. Sind Sie sich ganz sicher mit dem Datum? Der Herr Brommer sagte nämlich bei der Polizei, dass er Sie erst Mitte Oktober kennengelernt habe. Er lügt. Mhm. Ich bin mir ganz sicher. Garantiert. Naja, also aber wenn Herr Brommer recht hat,
dann kann das Kind, das Sie abgetrieben haben, jedenfalls nicht von ihm stammen. Ja, wahrscheinlich verwechselt er mich mit irgendeiner, die er später aufgerissen hat. Ja, wahrscheinlich kann es sein, dass Sie ihm die Schwangerschaft nur vorgetäuscht haben. Habe ich nicht. Ich bin doch nicht das Letzte, ich bin doch keine Hure. Gut, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Den Herrn Brommer bitte, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Der Zeuge Brommer bitte. Herr Brommer, wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden. Sie wissen ja, dass man als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagt. Nehmen Sie Platz. Als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen muss, Sie könnten auch vereidigt werden. Zunächst zu Ihren Personalien. Stefan Brommer, 30 Jahre alt. Sie leben in Hallbergmoos. Das ist richtig. Sie sind ledig, Bibliothekar, mit der Angeklagten nicht verwandt, verlobt, verschwägert. Ja, das wäre noch schöner, ja. Sehen Sie gleich. Ich war von dir du schwanger. Du warst von mir schwanger. Du bist von Gott und der Welt schwanger gewesen, aber nicht von mir. Liebe meines Lebens, deines Lebens. Scheiße, Liebe deines Lebens. Scheiß Männer, ihr wollt nur euren Spaß. Erzählen Sie doch, was Sie dazu gebracht hat, die Frau Krauser anzuzeigen. Ja, angefangen hat es Mitte, Ende Oktober letzten Jahres. Ich habe die Janina kennengelernt in der Diskothek in Erding. Wir sind uns relativ zügig nahe gekommen und haben uns gut verstanden. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen verliebt in diese Frau auch, ganz klar. Und irgendwann hatten wir dann auch Sex, ist klar. Und nach circa, ich weiß nicht, 4 Wochen kam sie dann an und hat mir eine Geschichte vom Pferd erzählt. Sie wäre irgendwie schwanger. Und ich war von dir du schwanger. Du warst von mir schwanger. Du bist von Gott und der Welt schwanger gewesen, aber nicht von mir. Du bist ja gut. Mhm. Die Geschichte hat mir 5 oder 15 Mal aufgetischt. Ich weiß es nicht. Das Wahnsinn. Wenn ich nur gewusst hätte, was du für eine Show jetzt hier abziehst, um deine Kohle wieder zu bekommen. Ich zieh eine Show ab. Ich zieh eine Show ab. Du wolltest doch bloß dein Leben mit meiner Kohle finanzieren. Genau. Ja? Hier, Klunkern und Zeug. Und ich soll's zahlen. Aber nicht mit mir, Baby. Nicht mit mir. Hatten Sie dann, als Sie sagte, Sie sei schwanger, von vornherein Bedenken, ob das stimmt? Oder? Grundsätzlich ist es so, hätte es schon sein können. Wir haben, wie wir miteinander geschlafen haben, nicht verhütet. Zumindest nicht aktiv, sage ich jetzt mal. Ich dachte, ich hätte es so weit im Griff, dass ich da aufpasse. ich glaub's ja echt ja. Das habe ich mir gedacht, das habe ich mir gedacht. Und ich sag dir was, ich habe auch aufgepasst. Ich habe aufgepasst. Ja, Wahnsinn. Ja, mit deiner Geschichte kommst du ja nicht recht weit. Wirklich. Hast vielleicht doch ein Tröpfchen daneben gegangen? Möglich ist alles. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Was habe ich gesagt? Ich spüre da nichts, lass es uns ohne machen. Ich zu dir? Ja. Wer ist denn von mir da gesessen und gesagt, ah komm, lass uns ohne Kondom poppen, dann spüre ich dich besser, dann bist du tiefer in mir. Ja, wer erzählt mir denn die Geschichte mit dem Bonbon ohne Papier lutschen? Ja? Ich habe dir von vornherein gesagt, ich kann kein Kind brauchen. Ja? Ich wollte 2 Jahre lang um die Welt tingeln, da kann ich so einen Schratzen an meiner Seite nicht brauchen. Ja? Natürlich. Ja, genau, natürlich. Deshalb haben Sie auch freiwillig bezahlt. Also die Frage lautet anders, Herr Verteidiger, und darauf kommt sie an. Hat die Angeklagte von Ihnen Geld gefordert? Die hat von mir Geld gefordert und das nicht so knapp. Erzählen Sie mal. Die hat von mir Geld gefordert und zwar in der Höhe von 15.000 Mark. Mhm. Ich habe Ihnen gerade erklärt, warum ich relativ schnell bereit war, das Geld zu zahlen. Ich hatte natürlich jetzt hier keine 15.000 Mark auf der Kante. Bin zu meinem Vater gelaufen, der hat sich bedankt, einen mehr oder weniger dämlichen Sohn zu haben, der erst einmal eine Frau vermeintlich schwängert und dann noch 15.000 Mark zu bezahlen, hat mir dann mal im Endeffekt das Geld beschafft, zusammen mit einer Megapackung Kondome, war alles recht lächerlich. Ja. Hatten Sie nachher noch weiter Kontakt? Waren Sie weiterhin mit ihr befreundet? Der Kontakt ist von heute auf morgen abgebrochen. Ich habe die 15.000 Mark abgedrückt und ich konnte die Janina nicht mehr erreichen. Ja. Sie haben uns auch freundlicherweise Ihren Kontoauszug überlassen. Da stelle ich fest, am 20.11. sind, damals waren es ja noch D-Mark, 15.000 Bar einbezahlt worden. Das ist das von Ihrem Vater, was Sie sagten. Und am 21.11. dann dieselbe Summe überwiesen an Janina Krauser, Arztkosten nach Absprache. Ganz genau. 21.11. Jetzt ist es allerdings so, das wissen wir ganz sicher aufgrund dieser Rechnung aus London, dass der Schwangerschaftsabbruch schon am 10. Oktober, also 6 Wochen vorher stattgefunden hat. Hat sie es Ihnen denn erst so spät im Nachhinein erzählt? Nein. Geschichten. Das sind eine dieser Lügengeschichten. Janina kam zu mir und hat gesagt, ich bin von dir schwanger. Ja? Ich bin hergegangen,
mir war die Sache sau unangenehm. Ich bin hergegangen, ich habe die 15.000 Mark besorgt und habe zwei Tage später der Janina auf ihr Konto überwiesen. Zwei Tage später? Ja, natürlich. Das stimmt aber absolut nicht. Es stimmt. Du kamst zu mir. Ich habe dir Anfang Oktober schon gesagt, dass ich schwanger war. Anfang Oktober? Bullshit. Das ist überhaupt nicht möglich. Du hast mich die ganze Zeit hingehalten mit dem Geld. Wir haben uns Mitte Oktober erst kennengelernt. Ende Oktober, ja, waren wir zusammen erst in der Kiste. Das ist eine deiner billigen Lügen hier, um Kohle zu machen, um an Geld zu kommen. Das ist dieselbe Matsche, wie du es mit den ganzen anderen Typen gemacht hast. Ja, du bekommst deine Kohle, gesagt. Wie mit Joey. Genau dieselbe Gaudi. Ja, mich hat sie genauso gelingt. Rolle. Mich hat sie genauso abgezockt, diese also Schlampe. Nee, jetzt ist Schluss im Zuschauer. Wird hier der Fall Janina K. verhandelt? Ja, das können Sie auch draußen lesen, wenn Sie lesen können. Da steht es nämlich angeschrieben. Ja? Heinemeier ist mein Name. Ja, ich möchte gerne was aussagen zu dem Fall, weil ich will sie drankriegen. Was? Ja, dich. Oh, noch einer. Aha, super. Und das sagst du Liebe meines Lebens, deines Lebens? Du spinnst ja wohl. Scheiße, Liebe deines Lebens. 15.000 Mark. Ich will aussagen. Was bist du denn? Jetzt mal eins nach dem anderen. Klingt allerdings gar nicht so uninteressant, oder, Förkhauser? Aber ob und wann Sie hier aussagen, entscheide immer noch ich. Jetzt warten Sie noch mal brav, still draußen. Eine Zeitung haben Sie ja dabei, sehe ich. Vielleicht rufen wir Sie dann ein. Mach dich fertig. Und Sie halten sich zurück. Noch einer. Wunderbar. Ja, Herr Zeugin, noch. Wie viel Sie? Ja. Dann haben Sie sich eigentlich mal darüber informiert, was so eine Abtreibung kostet? Nein, habe ich nicht. Nur wenn sie zu mir kommt und es möchte 15.000 Mark für eine Abtreibung in London, ist es in London billiger, ist es teurer? Ich weiß das nicht. Ich habe mich nicht darüber informiert. Vor allen Dingen hat Ihre Mandantin dem Zeugen offensichtlich nach der Abtreibung dann die Rechnung präsentiert. Oder hat sie gesagt, 15.000? Genau das hat sie ohne gesagt. Dass er nachgefragt und er hat aus welchem Grund auch immer bezahlt. Ich höre nicht auf. Das sind doch Fantasiegeschichten und Schutzbehauptungen, die hier gebracht werden. Sie regen sich gerade so auf, als wären Sie da auch abgezockt worden. Ist aber nicht so, oder? Weiß man's. Das 61.2 SDPO und Sie bitte jetzt stimmen nicht in denselben Tenor noch ein und nehmen da hinten Platz bitte. Herr Seelhoff, den aufgeregten Herrn bitte noch mal. Kommen Sie noch mal bitte. Wenn Einverständnis besteht, dass wir ihn hören. Selbstverständlich. Ja. So, jetzt nehmen Sie mal bitte da vorne Platz. Vielleicht kommen noch ein paar her. Also ich belese jetzt zunächst mal, Sie sollen jetzt hier als Zeuge aussagen, darauf haben wir uns geeinigt. Sie müssen die Wahrheit sagen, Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Dann sagen Sie mal bitte mal Ihre Personalien. Sie heißen? Mein Name ist Oliver Heinemeier. Wie alt sind Sie? 35 Jahre. Ihren Familienstand? Ledig. Ihren Beruf? Architekt. Und wo wohnen Sie? In Erding. In Erding. Und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Genau. Was haben Sie denn jetzt zu erzählen? Klang gerade auch irgendwas, Liebe des Lebens und 15.000 Mark? Ja. So was hatten wir heute schon mal gehört. Ja, ich habe sie kennengelernt in Erding in der Disco. Mhm. Und ja, es war irgendwie wie in einem Film. Liebe, erster Blickkontakt, Liebe, kitschig. Und wir haben uns schnell kennengelernt und sind dann ab in die Kiste. Ja, und ein paar Tage später kam sie dann zu mir und sagte, sie wäre schwanger. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ja, ich habe mich gefreut. Ich war verliebt in sie, sie war verliebt in mich. Und ich habe dann mir gedacht, naja, schönes Mädchen zum Heiraten. Das heißt, Sie haben einen Antrag gemacht, oder wie? Ja, genau. Und, hat sie ihn angenommen? Negativ. Sie hat halt gesagt, dass ihr alles zu schnell geht und dass sie 15.000 Mark für eine Abtreibung braucht. Haben Sie es gegeben? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja schließlich der Vater des Kindes und ich habe auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und wie gesagt, ich wollte das Kind behalten. Erzähl es, wie es war. Ja, sie hat mich ein paar Tage später angerufen, himmelhoch jauchzend, und sagte, sie wäre die Kellertreppe runtergefallen und hätte dabei das Kind verloren. Ja, was kann ich dafür? Vom Lift ich war gestürzt, ehrlich schwanger. Ich bin die Treppe runtergefallen. Ehrlich schwanger. 15.000 Mark wolltest du abkassieren. Wie bei allen anderen auch. Gutes Honorar für eine Nacht. Miststück. Das habe ich für die Abtreibung gebraucht. Das Kind verloren, dass ich nicht lache. Fragen noch an den Zeugen? Ich habe keine Fragen. 61.5 SDPO, wir haben ja noch einen Zeugen draußen, den hören wir uns jetzt an. Bitte nehmen Sie da hinten Platz, den Herrn Michalke, bitte. Zeuge Michalke, bitte. Herr Michalke, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen, Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Ja. Ihr Personalien zunächst. Joey ist Ihr richtiger Vorname, ja? Ja, vollständig. Das ist richtig. 32 Jahre alt, Sie leben in München, Sie sind ledig.
Ja. Stimmt alles? Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lackierer in einer großen Kfz-Werkstatt in München. Und mit der Angeklagten nicht verwandt, verschwägert oder verlobt? Nein, aber mittlerweile kennen wir uns sehr gut. Mhm. Noch einer? Ja, wie viel hat sie denn noch abgezockt? Ihren Rand da hinten. Wenn Ihnen das alles hier zu dramatisch ist, gehen Sie wieder raus zu Ihrer Zeitung. Sie wissen ja, warum sie hier angeklagt ist. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was Sie mit der Geschichte zu tun haben oder davon wissen. Also das war so, mein Freund Stefan, den habe ich getroffen in München im Café und der war total fertig und down und hat mir halt erzählt, dass so eine Braut von ihm 15.000 Mark für eine Abtreibung will, weil sie angeblich schwanger ist. Und da habe ich gedacht, das kann überhaupt nicht sein, ich bin im falschen Film. Und dann haben bei mir alle Alarmglocken geläutet und habe ich ihm gesagt, hey, der Braut fühle ich mal auf den Zahn, die checke ich für dich ab. Wann war denn das genau, als er Ihnen das erzählt hat? Das weiß ich noch ganz genau, weil er mir so vorgeschwärmt hat, wie toll die war. Und sie hat ihn gleich in der ersten Nacht drangelassen und er hat die ganze Nacht mit ihr gevögelt. Und es war am 21.10. Tja, Frau Krauser, vielleicht wollen Sie mal in Ihren Terminkalender schauen, wann Sie wirklich mit Herrn Brommer zusammen waren. Die stecken doch hier alle unter einer Decke. Scheiß Männer, ihr wollt nur euren Spaß. Und du die Kohle, dann warst du weg. Vielleicht sollte ich eine Sammelstube in Erding einrichten. Jetzt wären Sie nicht zynisch. Herr Michalke, haben Sie denn die Angeklagte auch noch näher kennengelernt dann? Na klar, das war überhaupt kein Problem. Ich bin in ihre Stammdisco gefahren in Erding. Da wollte ich sie eigentlich abchecken, wollte mich an sie ranmachen, aber das habe ich gar nicht gebraucht. Das ist ja der Wahnsinn. Die ist ja gleich zu mir herkommen und hat mich angegraben. Die hat sich an mich rangeschmissen. Das war der Hammer. So was habe ich noch nie erlebt. Du warst derjenige, jetzt erzähl der doch keinen Schmarrn. Ich hab genau gesagt, wie es war. Du bist hergekommen. Na, mein Süßer, wie wär's denn mit uns beiden? Ja. Wie so eine kleine billige Nutte vom Straßenstrich. Jetzt zusammen. Und aber Sie so passen besser auf, nicht so meine weil sonst sagt sie nachher zu Ihnen auch noch von Nehmen Ihnen diese Schwanger mit 15.000 Mark Nehmen von Ihnen. Sie den Finger runter. Ja, und? Wie ging es bei Ihnen dann weiter? Ja, das war genau, wie es der Stefan mir erzählt hat. So ungefähr nach 4 Wochen kam sie zu mir, ganz scheinheilig. Moment mal, zunächst... Sind Sie mit ihr im Bett gelandet, oder? Ja, klar, das war überhaupt kein Problem. Wir sind nach Hause gegangen und wir haben es die ganze Nacht miteinander getrieben. Das war überhaupt kein Thema. Sie ist voll eingestiegen. Und 4 Wochen später? Da kam sie dann zu mir. Oh, Joey, wir hätten besser aufpassen sollen. Jetzt bin ich schwanger und muss abtreiben. Joey, ich war schwanger. Ja. Du warst der Einzige, den ich in der Zeit hatte. Das und, haben Sie ihr das Geld dann gegeben? Nein, ich bin doch nicht dämlich. Warum soll ich so einer Tussi Geld geben? Ich hänge doch so einer Braut kein Kind an. Da bin ich bescheuert. Ich habe vorgesorgt. Ich war nämlich vor 5 Jahren in Holland und habe mich sterilisieren lassen. Was? Ja. Ja, da haben wir eben auch ein ärztliches Gutachten. Frau Krauser, haben Sie sich halt Joey Michalke, auf Anfrage bestätigen wir Ihnen gern, dass der Patient am 14.02.1997 urologisch untersucht wurde und dass im Jahr 97 eine Sterilisation durchgeführt wurde, deswegen Zeugungsunfähigkeit. Jetzt bist du dran. Hm? Ich bin definitiv nicht zeugungsfähig. Naja, ich dachte eben, ich wäre schwanger. Du und ich. Warst vielleicht schwanger in deinem Kopf, oder was? Wolltest du 15.000 Mark für deine Scheinschwangerschaft haben, damit du wieder Urlaub machen kannst? Voll Arsch, in England, voll oder? Das ist aber endgültig jetzt Ruhe bist mit du der dran. Beschreibung. Also, auf diesen Augenblick jetzt langsam kann Jahre ich mich doch nicht mehr halten. Jetzt interessiert mich doch, wie viele sind jetzt da im Zuschauerraum, die eine gleiche Geschichte erzählen? Heben Sie doch einfach mal die Hand oder stehen Sie mal auf. Wen's 3, noch ein paar, noch jemand, der sich schämt. Also für alle, die sich schämen, noch einer. Alle, die sich schämen, können gerne dann nach der Verhandlung, ohne die Augen der anderen, sich an den Herrn Staatsanwalt wenden. Fragen noch an den Zeugen? Nein, also mir reicht es bei Weitem. 61.2 ebenfalls als Verletzter unbeeidigt. Vielen Dank, wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen. Ja, noch irgendetwas? Ansonsten schließe ich die Beweisaufnahme. Ja. Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Die Angeklagte ist beispielslos eine Venusfalle, die es sehr gut versteht, mit der Startbereitschaft der Männer umzugehen. Ihre Masche ist es, in Diskotheken, vornehmlich im Erdinger Kreis, dort männliche Besucher anzusprechen, die sich natürlich sofort mit der äußerst attraktiven Angeklagten einlassen und ihnen nachher zu erzählen, sie sei von diesen schwanger geworden. Und das ist natürlich ganz klar, dass sie da auch meistens Glück hat und auch Glück hatte, denn das schlechte Gewissen, hier einen solchen Abend sehr schnell mit diesen Folgen ungeschehen zu machen, dafür zahlt natürlich jeder ganz gerne oder zumindest die meisten. Auf diesen Trick, raffinierten Trick, ist die Angeklagte verfallen. Und ich meine, dass diese dreisten Betrügereien
hier wirklich zu Ende gebracht werden müssen. Die Angeklagte muss als Venusfalle zur Strecke gebracht werden. Und ich meine im Hinblick auf die Anzahl der Fälle, im Hinblick auf den Schaden, den sie angerichtet hat, muss die Angeklagte hier mit einer Freiheitsstrafe bedient werden. Ich beantrage gegen die Angeklagte eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten zu verhängen. Und im Hinblick darauf, dass die Angeklagte hier bestreitet und am Schluss sogar behauptet hat, wie der Fall für sie ernst wurde, sie hätte das Kind durch einen Sturz verloren, bin ich auch der Meinung, dass wenn die Angeklagte hier nicht mit einer Haftstrafe konfrontiert wird, sie dieses Unwesen weitertreibt. Vielleicht nicht in Erding, dann in Itzehoe. Frau Angeklagte, ich halte daher gegen Sie eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten für Tatenschuld angemessen und ich beantrage, diese Freiheitsstrafe hier nicht zur Bewährung auszusetzen. Die Kosten des Verfahrens sind der Angeklagten ebenfalls aufzuerlegen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Großes Gericht, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, zugegebenermaßen hat meine Mandantin eine Reihe von Männerbekanntschaften gehabt. Zugegebenermaßen wird meine Mandantin scheinbar auch sehr, sehr schnell schwanger. Aber meiner Mandantin kann daraus kein Betrugsvorwurf gemacht werden. Denn die Herren haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, nachzuforschen, was eine Abtreibung kostet. Die Herren sind hingegangen und haben, wenn sie bezahlt haben, freiwillig bezahlt. Meine Mandantin hat deshalb nichts vorgegaukt, nichts vorgespielt. Und deshalb ist die frei zu sprechen. Ich danke. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Nein. Wollen nichts mehr sagen. Ich unterbreche ganz kurz bis zur Urteilsverkündung. Sehen Sie gleich das Urteil. Das und danach... Valerie Heller lag nicht nackt bei mir in der Sauna. Wir haben dann in der Sauna miteinander geschlafen. Und noch dazu mit seinem jungen Ding an dem Flittchen. Wunderbar, dass du dich weißt. Verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Janina Krause ist schuldig des Betrugs in Tatmehrheit mit versuchtem Betrug. § 263 Absatz 1 und 2, 22, 23, 53 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Die Verstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Ja. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz, ja, Baby, Frau Krause. Und Sie halten jetzt alle den Mund dahin. Frau Krause, fruchtbar sind weniger Sie, als es Ihre gewitzte Geschäftsidee scheinbar ist. Mal zu einem der Herren nach dem anderen. Herr Brommer, Sie haben zwar am 10.10. wohl einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen. Vielleicht sitzt auch der verhinderte Vater hier noch im Zuschauerraum und traut sich gar nicht zu sagen. Von Herrn Brommer war das Kind jedenfalls nicht. Den haben Sie nämlich erst Ende Oktober erstmalig sexuell kontaktiert. Spätestens seit der Aussage des Herrn Michalke glaube ich das dem Herrn Brommer. Sie haben also die Schwangerschaft nur vorgetäuscht. Sie haben auch vorgetäuscht, dass sie 15.000 Mark kosten würde. Hätte der Herr Brommer gewusst, dass alles nicht stimmt, hätte er natürlich nie bezahlt. Deswegen ist das ein Betrug. Beim Herrn Michalke ist es noch viel einfacher. Der konnte nämlich gar nicht der Vater irgendeines Kindes werden, weil er sterilisiert ist. Ja? So ist ja der ganze Schwindel letzten Endes erst aufgeflogen. Hätten Sie jetzt hier und heute behauptet, ja, ich war aber schwanger und habe gedacht, es ist vom Herrn Michalke, dann wäre es komplizierter gewesen. Aber ich glaube auch Ihnen, dass Sie wirklich den Überblick über die potenziellen Väter langsam verlieren. Aber auch so kann es ja bei ihm nicht gewesen sein, weil Sie waren überhaupt nicht schwanger. Entweder hätten Sie dann nämlich eine weitere Abtreibung gemacht oder Sie säßen heute hier mit dem dicken Bauch da. Also eine Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt, als Sie den Herrn Michalke da abzocken wollten, gab es nicht. Und deswegen hier versuchter Betrug, weil er nicht bezahlt hat. Zu den ganzen anderen Herren, die heute entweder sich gemeldet haben oder sich noch nicht trauen. Das ist jetzt ganz wichtig für die Strafzumessung. Wir können nicht einfach sagen, ja, Sie haben das ja zigmal gemacht und da packen wir richtig was drauf. Angeklagt sind heute 2 Fälle. Und nur danach habe ich die Strafe zu bemessen. Ich befürchte allerdings, da kommt noch mal was dazu. Dann gibt es vielleicht eine Gesamtstrafe, wo das wieder einbezogen wird. Es kann durchaus sein, dass wir dann in der Größenordnung sind, wo es keine Bewährung mehr gibt. Heute habe ich einfach davon auszugehen, es geht um diese beiden Herren. Sie sind bisher nicht vorbestraft, was anderes ist nicht angeklagt. Und deswegen kann es hier auch bei 2 mal 6 Monaten nach den Regeln der Gesamtstrafenbildung, waren da es eben nicht 12, sondern 10 Monate bleiben, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann, weil sie Ersttäterin sind. Dann ergeht noch folgender Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagten wird aufgegeben an die Staatskasse eine Geldbuße von
30.000 Euro zu bezahlen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie ordentlich haben. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision innerhalb einer Woche einlegen. Das nächste, das weiter dazu wird Ihnen Ihr Herr Verteidiger sagen. Tja, so viel eigentlich für heute. Noch was Persönliches. Als Kind, da hatten wir mal so ein Spiel gespielt, da muss man zu einem Begriff immer das Gegenteil finden. Ja? Das hat mich immer total wütend gemacht als Kind. Es gibt Wörter, zu denen gibt es kein Gegenteil. Zum Beispiel Schwangerschaft. Haben wir nie gefunden. Seit heute weiß ich es jetzt besser. Es gibt auch zu Schwangerschaft ein Gegenteil. Schwangerschuft. Sitzung ist geschlossen.